Ich bin zum ersten Mal hier um die Ecke gekommen und habe gedacht, hier kannst du ein Stückchen dich öffnen, hier musst du dich nicht verbiegen und hier kannst du ganz du selbst sein. Man muss diesen Ort finden und man muss ihn vielleicht auch finden wollen. Der lebt einfach davon, dass er sozusagen beschützt von Bäumen in dieser Landschaft, in dieser niederrheinisch-münsterländischen Landschaft liegt. Es ist schon so, dass am Anfang wie immer erstmal eine flüchtige Begegnung ist und dass man dann auch hier den Tag genießt, ne? Die Natur genießt, die Stille genießt. Die wir hier hinzogen, wir wollten alle drei gerne, wie er seine Professur altersmäßig aufgab, da wollten wir lieber auf dem Land leben. Und da saß man nun am Kaffeetisch und da klingelte das Telefon. Und das Telefon war im Flur, also etwas weiter weg. Und darum schrie meine Mutter laut, da ist Eva Brinkmann. Bildhauerin aus Wesel, eine Jugendfreundin von ihr. Und die sagt, da gibt es ein altes Herrenhaus, Haus Essel, das könnten wir vielleicht erwerben. Und mein Vater schrie zurück, damit sie es hörte, ist gekauft. Ja, und dann schrie meine Mutter zurück, du bist verrückt, wir haben es doch noch nie gesehen. Doch, da habe ich 1926 gemalt. Da war er hier mal in Drevenack. Das ist so schön, das können wir unbesehen kaufen. Ja, er hat etwas Wiedergutmachung gekriegt, weil er die ganze Zeit keinen Beruf hatte. Meine Mutter auch nicht. Ja, dann kriegst du nur etwas Geld und das haben wir denn hier reingesteckt. Was ihr alles so gesehen habt. Ja? Ich habe jetzt auch gesehen von der Tochter die Bilder. Genau, von der Tochter im Bund. Ja? Habt ihr die alle gesehen? Ja. Ja. Super, was ist denn auf den Bildern? Ja? Blumen und eine Wiese. Blumen und eine Wiese, richtig. Blumen hat die Frau Krankopf ganz gerne gemalt. Wie heißt denn die Frau Pankow mit Vornamen? Eva. Eva Pankow, ja. Und die Eva Pankow, wisst ihr was über die? Gibt es die noch oder gibt es die nicht mehr? Ja. Die lebt noch. Die lebt noch. Wo lebt die denn? Ja. In Drevenack. Eher in Drevenack, ja. Weiß das einer noch genauer? Ja. Im Haus Esselt. Im Haus Esselt. Weißt du denn, wo Haus Esselt ist? Hm. Nee? Dann guckt mal alle nach da. Das ist Haus Esselt. Das, ja, das da ist Haus Esselt. Das könnt ihr euch gleich auch noch mal richtig angucken. Mein Name ist Annette Burger und an diesen Ort bin ich zum ersten Mal im Jahr 2000 genau gekommen. Da hatte die Frau Pankow nämlich Geburtstag und feierte ihren 75. Und da hatte ich zunächst eine Ausstellung von ihr gesehen und das hat mir sehr gefallen. Ich war dort mit Freunden, aber rein zufällig.
denn ich kannte Frau Pankok nicht und ich kannte auch nicht Otto Pankok. Aber sie hat uns dann alle eingeladen, nachher noch hier hinzukommen. Und so habe ich gleich eine Geburtstagsfeier mit ihr erlebt. Und dann hat sich das sehr schnell ergeben, dass ich öfter hier hinkam und das Werk von Pankok näher kennenlernte. Und ich muss sagen, das hat mich von Anfang an sehr berührt und sehr beeindruckt. Ja, und heute ist es so, dass Frau Pankok nach und nach, auch altersbedingt, immer mehr abgegeben hat oder um Hilfe gebeten hat. Und da habe ich vieles mit ihr zusammen gemacht. Und in dem Zuge habe ich auch mal überlegt, kann man hier nicht was mit Kindern machen? Denn ein pädagogisches Programm gab es hier nicht. Und es war eigentlich Ödland. Es ist ganz dunkel, ne? Das ist hier dieses Stückchen. Man muss einfach richtig immer schön gucken, ne? Wie das da ist. Als er damit fertig war, als er zu alt war, da sagte er, ich will wieder richtig aufs Land ziehen. Und da hat er das hier gefunden. Ja? Und dann hat er hier noch wirklich 8 Jahre gelebt mit seiner Familie, mit vielen Hühnern. Wir haben ganz viele Hühnerbilder. Ja? Und dann hat er hier das Museum draußen gemalt. Das war hier damals noch eine Scheune. Und hier waren damals genau, was ihr eben gesagt habt, die Schweine drin und die Kühe drin. Als ich hier anfing, war das Museum noch Scheune. Da lag noch Stroh. Das sah so aus, als wenn die Kühe gerade den Raum verlassen hatten. Da war also nichts geändert. Das Museum gibt es seit 1968. Also relativ schnell nach dem Tod von Pankok haben Hulda und Eva Pankok sich entschlossen, das als Museum zu machen. Und das war schon schön, das mitzuerleben, wie das so gewachsen ist dann hier. Mein Name ist Waltraud Meiering und ich habe am 15. März 1965 hier angefangen, aber im Haushalt. Damals gab es ja das Museum noch nicht, wie wir gerade gehört haben. Und da habe ich hier als junges Mädchen im Haushalt angefangen, weil ich ein bisschen Geld verdienen wollte. Wir hatten zu Hause eine Landwirtschaft. Als ich dann am ersten Tag hier war, habe ich allerdings nicht gedacht, dass es 50 Jahre werden. Und habe mich dann so langsam mit der Museumsarbeit beschäftigen und den Bildern von Pankok. Naja, heute sagen die Leute immer Archivarin, das stimmt natürlich nicht. Das ist ein Beruf, dafür muss man gelernt haben, das habe ich nicht. Also ich betreue das Archiv. Hab dann Otto Pankok ja noch kennengelernt, er lebte ja noch. War ein toller Mann, also sehr herzlich und sehr lieb. Die ganze Familie, auch Hulda Pankok, Eva. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt immer. Das war schon schön. Also richtig wie eine zweite Familie für mich. Das war schon schön. Als ich hier anfing, habe ich gedacht, boah, die dunklen Kohlezeichnungen, die sind aber dunkel. Und desto öfter ich sie gesehen habe, desto heller wurden sie. Was mich selbst sehr kritisch stimmte, war die Schwarz-Weiß-Malerei. Die Monochromie, hatte ich immer gedacht, ist für Kinder gar nichts. Das schreckt sie eher ab und die Themen sind nicht leicht. Also die sind schon eher auch manchmal bedrückend. Das habe ich dann auch oft im Museum erlebt, wenn ich dann mal im Museum war und Gäste kamen, die dann auch reinkamen. Ach, sind die. Dann kam immer die Frage, war Herr Pankok depressiv? Ich sage, nein, das war mit Sicherheit nicht. Also er war nicht depressiv. Klar, in der Nazi-Zeit, da war es natürlich schwer, aber er war nicht depressiv. Also da konnte man keine hellen Bilder malen, ne? In der schrecklichen Zeit. Und als der 9. November kam, wo alles kaputtgeschlagen wurde, dann sagte mein Vater, wir gehen jetzt zum Maler Stern, der auch Jude war. Und wir gingen beide zu Fuß und er ließ meine Hand nicht los. Also, dass ich das Gefühl hatte, wir beide. Und ließ nicht los, bis wir bei dem Haus ankamen. Fenster waren schon mit Holz abgesichert. Da hat mein Vater geklopft. Und dann hörten wir die Stimme von Frau Stern. Wer ist da?
Und dann sagte mein Vater, rief ganz laut, Pankok. Und da wurde die Tür ein kleines Stück aufgemacht und wir schlüpften rein. Und da haben wir gesessen 2 Stunden und sie haben alles erzählt, was sie erlebt hatten. Später hat Frau Stern immer gesagt, alle unsere Freunde kamen bei Nacht, Pankok kam bei Tag. Ja, und so war es auch. Und wenn Pankok noch leben würde, könnte er im Grunde genauso weitermalen, wie er immer gemalt hat. Die Unterdrückten, die Verfolgten, ja. Er hat ja auch gegen das Böse gestellt, also gegen die Nazis, die Passion, ne? Leben von Jesus. Und da der Christus, der am Kreuz hängt, Karl Schwesig war das, ein Kollege von ihm. Einer, der die erste Folterung erlebt hatte. Er hat eben was, immer das Menschliche auch gesucht, ne? Wenn er malte, freute er sich, wenn einer daherkam, Mensch, Hund, Katze, Vogel, irgendwas Lebendiges wollte er ja gerne in seinen Landschaften. Ne? Ja, das ist mein Vater beim Holzschneiden. Ja, das war so, wenn man im Winter hat er immer Holz geschnitten, wenn man nicht mehr raus konnte. Der hat Kohlezeichnung ja immer nur vor Ort. Also Kohlezeichnung hat er immer draußen gemacht, nie im Haus. Und die Holzschnitte, die hat er oben gemacht im Haus, wo der Herr Ladder jetzt die Druckwerkstatt hat. Durch das Drucken musste ich ja jedes Motiv abreiben. Und überall und jeden Strich, der geschnitten wurde von Otto Pankok, der hat mir ja gezeigt, wie das Bild entsteht oder was es darstellt. Und damit habe ich eigentlich erst nachher den Sinn der Bilder viel mehr erkannt. Im Anfang habe ich mehr auf Blumen und Tiere und solche Motive geguckt. Und als ich älter wurde, wurden auch die christlichen Motive für mich sehr ansprechend. Am Anfang habe ich gesagt, solche Bilder gehören eigentlich in die Kirche. Und später habe ich gesagt, die Bilder könnte ich auch zu Hause als Mahnung oder so auch an der Wand hängen haben. Das hätte mir dann auch gut gefallen. Mein Name ist Klaus Ladder. Ich wohne jetzt in Reken. Ich bin 1948 geboren. Ich bin seit 1965 hier. Ich habe in Wesel in einer Druckerei gelernt. Ich bin gelernter Schriftsetzer. Und in dieser Druckerei hat Otto Pankok seine Briefbogen drucken lassen. Und ist dann zu meinem Chef gegangen und hat ihn gefragt, ob ihm nicht jemand helfen könnte. Damals war ich 16 Jahre im zweiten Lehrjahr und hatte überhaupt keine Ahnung von Kunst. Und dann bin ich aber trotzdem hier hingekommen und habe mich abends hier vorgestellt bei Otto Pankok. Jedenfalls sind wir dann auch mit Otto Pankok hier oben ins Druckzimmer gegangen und hat mir dann erst gezeigt, wo die Holzstücke sind, wie er sich das so gedacht hat mit mir. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich hier hinkommen. Er würde mir dann zeigen, wie die Holzstücke gedruckt werden und wie ich mit Farbe und Papier umzugehen habe. An dem Abend habe ich so den Eindruck gewonnen, das ist ein Künstler. Der hat ja einfach nur Manchester-Sachen an. Der sieht ja aus wie ein alter Mann. Und ich habe also mir unter dem Künstler ganz was anders vorgestellt. Zwei Jahre lang ungefähr hat Otto Pankok mir das so beigebracht. Und dann ist er leider verstorben.
770 Holzschnitte mindestens sind das. Davon haben alle eine Schwarzplatte und sehr viele haben eine zweite Farbe und einige haben auch drei Farben. Und das per Hand übereinanderlegen, um das Bild so genau hinzukriegen, dass alles, was Otto Pankok geschnitten hat, sichtbar wird mit den hellen und dunklen Stellen, das ist eigentlich die Herausforderung bei diesen Holzstockdrucken. Aber das war das eine. Das andere war, dass wenn ich hier war, dass Eva auch hier hochkam mit einem Tablett, mit Kaffee und mit französischen Zigaretten. Damals habe ich noch geraucht. Dann wurde mir das hier kredenzt und ich hatte so das Gefühl, ich wurde wirklich als der Drucker für Pankok so behandelt. Ich hatte ja nicht gedacht, dass ich vielleicht 50 Jahre hier sein könnte. Im Grunde genommen habe ich hier für Otto Pankok gearbeitet. Das ist ein Ehrenamt. Ich bin immer und immer gerne und wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich nicht auch heute immer noch hier. Ne? Ich finde das einfach so faszinierend, dass es einen Ort gibt, wo ja, ein Künstler, der schon sehr lange verstorben ist, immer noch irgendwie dafür sorgt, dass sich so viele Leute in so einem Nicht-System darum kümmern, dass immer irgendwie alles weitergeht. Es gibt nicht so viele Regeln, es gibt nicht so viele Einschränkungen. Ich glaube, ich musste auch so ein bisschen lernen, dass es nicht Ziel sein kann, das so in ganz starre, feste Strukturen zu pressen, in so ein ganz starres, festes Korsett, so wie man das vielleicht an anderen Orten machen muss, sondern dass man das hier wesentlich freier so handhaben muss, um auch Leute zu motivieren, sich einzubringen und so ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln und zu gucken, wie kriegt man das gemeinsam mit den Ehrenamtlichen hier hin. Vielleicht auch eine gute Mischung zu finden zwischen einem Kulturort im ländlichen Raum, der eben nicht so nach den klassischen Mustern funktioniert und trotzdem funktioniert. Mein Name ist Katrin Reuscher. Ich arbeite bei der Otto Pankok Stiftung seit Januar 2014 als Projektmanagerin für dieses regionale Projekt, was zum Ziel hat, den Ort Haus Esselt und das Otto Pankok Museum langfristig und nachhaltig zu sichern. Der nächste Aspekt ist eigentlich, wie kann man mehr Besucher an den Ort bringen, ohne ihn und seine besondere Aura auf der anderen Seite zu zerstören? Wie kann man vielen Menschen oder mehr Menschen die Botschaft der Pankoks, will ich mal sagen, näher bringen? Also wie sieht das Angebot aus? Das wollen wir modernisieren, zum Beispiel die Ausstellung. Und der vierte Baustein ist dann halt eben, dass auch in den Gebäuden ein gewisser Sanierungsbedarf steckt. Also auch die müssen sozusagen zukunftsfit gemacht werden. Ja, und damit dann eben auch gesichert. Es ist so, dass eigentlich die gesamte Anlage hier, die Gebäude, das Kunstwerk im Eigentum von Eva Pankok ist. Und sie möchte eben zu Lebzeiten regeln, dass, wenn sie mal nicht mehr ist, dass dieses Erbe ihrer Eltern, dazu gehört ja nicht nur das Erbe von Otto Pankok, sondern auch der Nachlass von Hulda Pankok, in die Hände der Otto Pankok Stiftung übergehen. Und so müssen wir sehen, dass wir durch die Stiftung, die wir haben, die Otto Pankok Stiftung und die Gesellschaft, die das operationale Geschäft bisher gemacht hat, dass wir uns da zusammenschließen und irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Und dafür braucht es in allererster Linie Menschen, die Verantwortung übernehmen, aber es braucht natürlich auch die finanziellen Mittel. Und die versuchen wir jetzt eben im Rahmen der Regionale zu akquirieren. Sowohl die Gebäudesanierung ist notwendig, als auch energetische Veränderungen sind notwendig. Und das ganze Zeitgeschehen verändert sich und damit müssen wir uns auch ein Stück verändern, um auch für alle hier einen Ort zu bieten, von dem die Menschen was mitnehmen können. Yeah.
Dieses Haus hat an sich die Atmosphäre deshalb bekommen, weil hier nichts aufgesetzt wurde. Sie müssen sich so vorstellen, Pakuk war ja nicht nur Maler, sondern der lebte auch die bäuerliche Kultur. Und seine frühen Sammlungen, wie zum Beispiel Hinterglasmalerei oder hier, wenn Sie sich umschauen, das sind also Schränke aus der Umgebung. Ne? Dieser Schrank ist genauso alt wie dieses Haus. Und das ist in diesem Hause in besonderer Weise, ja, sag ich mal, ein Stück atmet dieser Geist in all den Dingen, die hier sind. Mein Name ist Theo Overlöper. Geboren bin ich im Ruhrgebiet. Bin dann später, so mit 20 Jahren, hier nach Hüngse gekommen, der Heirat wegen. Und dadurch bin ich auch im weitesten Sinne an für sich mit Pankow bekannt geworden. Damals natürlich erst mit seinen Bildern, später dann aber sozusagen mit dem Museum. Da lebte Hulda noch. Ja, das waren so die ersten Beginne. Danach war aber auch eine lange Zeit Pause, bis dann zum ersten Mal Eva mal zu mir kam. Ja, und daraus wird dann eben eine lange Freundschaft und ein großes Miteinander. Es ist im Grunde von Hulda Pankok und Eva Pankok vorgelebt worden hier, wie man dieses Werk schützen, bewahren kann, aber auch verbreiten kann. Und sie haben das überwiegend gemacht, indem sie Freunde gewonnen haben. Wirklich, die hier hinkamen, die wurden zunächst allmählich Freunde und haben sich dann immer mehr verbunden gefühlt mit dem Werk, mit den Themen und mit diesem Ort. Und dann kommt allmählich oder wächst auch die Bereitschaft von ganz innen, hier mitzuwirken und mitzuarbeiten. Das war 2003. Da war Frau Pankok wieder mal in Frankreich zu malen. Und da kam ein Anruf hierher, dass sie schwer verunglückt sei. Und ich bin dann sofort dort runtergefahren und habe den ganzen Unfall für sie abgewickelt. Und sie ist dann nachher auch sehr bald nach Hause gekommen. Und dann bin ich eine Weile noch hier im Haus geblieben, auch nachts bei ihr geblieben, weil nachts niemand hier war. Und da hatte ich nach einiger Zeit das Gefühl, wir kennen uns schon 20 Jahre mindestens. Das Vertrauen ist dann sehr schnell gewachsen. Und dann habe ich auch immer mehr hier geholfen, ehrenamtlich. Hallo Eva, kannst du mal eben herschauen? Denn wir müssen unbedingt noch eine Unterschrift haben. Ja. Der Christian Lein, der möchte das noch haben. Der hat einen Kunden. Ja, da muss er vor was drunter legen. Und der Herr Lader hat das jetzt gemacht. Mhm. Und wenn du das jetzt mal eben unterschreiben würdest. Muss ich da, ne? Ja, hier ziemlich. Musst du aufpassen, weil das ja so ein kleines Bild ist. Ja, eben, ist, ne? Das ist so klein. Ja, aber vom Licht her geht das jetzt so, glaube ich. Ne? Ist auch ein Faberstift. Ja, da musst du weg sein. Ja, da weggehen. So. Nee, du, ich brauche hier, ich brauche jetzt die Lupe. Nee, kann nicht mehr. Ist nicht hell genug. Ich habe dir doch noch mal mehrere Stifte gesucht. So, dann guck mal bei dem. Das ist ein richtiger Zeichenstift. Ja? Ja. Der müsste klappen. Wir alle fühlen uns im Eigentlichen verantwortlich dafür, dass das Werk weitergetragen wird oder der Geist des Werkes. Aber natürlich auch, dass Frau Pankok selber ihren Lebensabend in dieser Form auch verbringen kann, dass sie weiterhin das, die ist ja etwas körperbehindert, durchführen kann, dass sie weiterhin malen kann, aber dass sie auch da ist, aus ihrer Zeit zu erzählen, um den Menschen das mitzugeben für die Zukunft. Und so ist sie eingebunden und wir sind von ihr eingebunden. Das ist ein sehr gutes Wechselspiel, ein Geben und Nehmen auf allen Seiten. Und ich glaube, das macht die Arbeit hier sehr lebendig. Nee, ich darf nicht aufhören. Ja.
Jetzt kann ich sehen. Prima. Jetzt wird er auch, ne? Ja, jetzt klappt's gut. Ja. Jetzt war's richtig. Gut. Kann ich dir noch eins bringen? Ja? Ja. So, einmal deine Unterschrift geben. Das ist gut. Ja. Ich habe immer in meiner Kindheit gedacht, Mama hat einen Beruf. Die war Redakteurin in der Zeitung, Tageszeitung, mit der Mittag. Und sie hat ganze Seiten da gemacht. Ein geistiges Leben hieß eine Seite und eine Seite für Frauen. Und dann dachte ich, Mama hat also gearbeitet und Geld verdient. Und Papa nicht, der hat gemalt. Hatte aber auch nie richtig gestellt. Das Malen machte Spaß. Ja, man darf sie eben bei dieser Geschichte gar nicht vergessen, denn Hulda hatte die Stärke, dass ihr Mann die Freiheit hatte zu malen, dass sie ihn abgedeckt hatte, ihn im Dritten Reich Möglichkeiten geschaffen hat, sozusagen auch des Überlebens. Also im Eigentlichen kommt sie schon bei uns ein bisschen zu kurz. So ist das. Ja, warum eigentlich? Aber Sie können bei der Tochter anfangen. Sie spricht auch mehr über ihren Vater als über ihre Mutter. Und vielleicht ist es das sozusagen, was wir manchmal aufnehmen. Aber ich denke, wir versuchen schon klarzustellen, dass das immer eine Einheit war. Es gibt uns ein wunderschönes Bild. Ja? Das zeigt an für sich ein Boot in einer sehr, sage ich mal, bewegten See, in dem eine Frau am Ruder sitzt, ein Mann mit einer Staffelei malt und ein Kind spielt. Also dieses Symbolische dieser Familie, sie hatte immer das Ruder in der Hand. Und ich glaube, was die beiden besonders verband war, jetzt sag ich mal, auch diese geistige Ebene. Ja? Beide hatten die gleiche Werteskala und beide konnten einander lassen in der Entwicklung, förderten die Entwicklung. Und wenn man das sozusagen als Ideal ansieht, dann würde ich sagen, ja, das war's. Wenn man hier hinkommt, egal ob man jetzt Besucher ist oder ehrenamtlicher Mitarbeiter, man findet immer jemanden, der einem eine Tasse Kaffee anbietet. Und ich glaube, das macht so von der Atmosphäre her ganz viel aus. Morgens sozusagen kräht als erstes, nicht ich, sondern der Hahn. Und der fängt schon um 5 Uhr hier vorne an, richtig Krach zu machen. Ja. Um 8 Uhr morgens oder 7:30, manchmal auch um 7 Uhr, bewegen sich dann so die Ersten im Haus, meist die Katze und der Hund. Ich stehe ziemlich spät auf, dann kommt eine Schwester und wäscht mich und tut, was ich nicht kann. An meinen Rücken komme ich nicht mehr ran, richtig. Dann gibt es ein Frühstück, was manchmal sehr eilig, manchmal aber auch im Miteinander eingenommen wird, immer so, wie die verschiedenen Abläufe sind. Und abends, ja, wie überall, ne, wird entweder ein bisschen Fernsehen geguckt, gelesen oder draußen Pfeife geraucht. Nachts schläft meistens ein Herr, der es gesehen hat, dass ich, wenn ich alleine bin, ich mal fallen kann. Und er hat mich schon 2-mal gerettet. Ja, dann komme ich nicht wieder hoch. Ne? Man lässt mich nicht alleine. Und der Freundeskreis ist so groß geworden. Nachmittags kommen also immer wieder Leute, die diesen Ort kennenlernen wollen. Und auch da, muss ich sagen, ist es ja so, dass Frau Pankok sich immer freut. Und die Menschen, die nach hier kommen, sind Gäste und werden auch immer eingebunden. Ne? Wir haben
durch den Kernpunkt von Eva Pankok, die ja dieses lebt, ja, ist egal, wer nach hier hinkommt. Er wird immer ein Gast sein und er wird immer aufgenommen, ob er schwarz, grün, außer gelben oder, ne, das spielt gar keine Rolle. Und es machte mir auch Freude, wenn Menschen kamen, konnte ich ja auch mitreden, ne? Lernte ich also auch Menschen kennen, ne? Und jetzt kann ich ja nicht mehr laufen, das freut mich ja auch. Und es gibt dabei wunderbare Begegnungen. Und was am meisten erfreut, denke ich, ist, dass diese Menschen auch immer wieder kommen. Also sie werden praktisch hier Stammgäste. Und das ist sehr schön. Also einerseits wünscht man sich natürlich auch immer mehr Besucher, aber andererseits, denke ich, sind das gerade die Wertvollen. Die, die immer wieder kommen und die auch wissen, warum sie kommen und den Ort und das Werk so schätzen. Es war selbstverständlich, als ich anfing zu malen mit Farbe. Denn wenn ich bei meiner Großmutter war, die hatten auch eine Angestellte mit ganz roten Backen. Und dann kriegte ich richtiges Malpapier, so groß. Und dann habe ich so einen großen Kopf gemalt, habe ich oben drüber steht Omas Else. Und warum? Die hatte rote Backen. Und das fand ich so schön, rot. Und dann habe ich also diesen Riesenkopf gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass ich auch in diesem Jahr noch wieder in die Provence komme und da dann malen, malen, malen kann. Schön, schön. Gut, Eva, dann fahren wir jetzt rüber. Ja. Ja. Ja, das war in Mazedonien oder Montenegro. Nee, das gehört zu Montenegro. Vor meinem Geburtstag haben sie auch, ohne mich zu fragen, haben sie alle meine Bilder jetzt aufgehangen. Ja. Aber nur ein paar Wochen und dann kommt mein Vater wieder ganz und gar. Ne? Aber es ist da, in der Gegend ist es auf jeden Fall. Ich rauche nicht mehr, nur wenn ich ein Bild mache, sonst nicht. Wenn ich es fertig habe, dann muss ich noch mal hänge es da an der Wand und dann kann man noch gucken. Und ja, und dann und trink einen Pastis nicht, sagt man noch was anderes. Aber weg. Hier. Das sind so nette Menschen. Und dann haben die. Für Eva ist es etwas ganz Besonderes. Sie möchte natürlich bewahren. Ja? Und wir möchten bewahren, aber aus diesem Bewahren heraus auch die Zukunft mit weiterentwickeln. Wir sind natürlich auch auf dem Wege, neue Konzepte zu schaffen, die natürlich der Zeit dementsprechend sozusagen auch gebaut werden, das heißt auf die Zukunft ausgerichtet, aber mit der in der gleichen Werteebene. Also sich als Künstler so darzustellen und ganz hineinzugeben, ich denke, das war etwas, was Otto in besonderer Weise auszeichnete oder anders die Familie, das kann man auch von Eva sagen. Ne?
Die ganze Familie hat immer sehr, sehr einfach gelebt. Stellen Sie sich vor, Sie sind ja hier an diesem Ort, vom nächsten Ort so 5 Kilometer entfernt. Hier war kein Auto. Die sind zu Fuß gegangen. Die hätten sich 10 Autos erlauben können. Nein, es war die Grundsätzlichkeit, in dieser Einfachheit zu leben. So wie auch Hulda, die in dieser klaren Form da auch gelebt hat. Wir probieren schon, ja, das auch als Grundlage mitzuhalten. Und ich glaube mal, das ist auch ein Stück im Sinne von Bangkok. Also bei den Profanen, muss ich mal sagen, da spielt die wichtigste Rolle. Ne? Wir sind also hier, sage ich mal, so Mädchen für alles. Ne? Aber ich denke mal, wenn wir sagen Mädchen für alles, dann ist das nicht abwertend gemeint, sondern ich denke, jeder übernimmt im Eigentlichen alles. Ja? Ich übernehme die Küche, ne? Und andere helfen dabei. Und wenn wir hier größere Gesellschaften haben, dann ist das ja manchmal so, dass man, wir haben einfach viele helfende Hände auch braucht. Ne? Aber es sind auch die langen Abende da, die unter anderem eben ein alter Mensch wie Frau Bangkok sozusagen in einer Runde auch verbringen möchte, die jetzt nicht aus Zweien besteht, Fernsehen und Person, sondern eben aus den Menschen, die in der Umgebung sind. Und das ist das Schöne, dass wir das bis abends spät auch mit ihr machen können. Ne? Also ich denke mal zum ersten. Also den Satz, den ich am häufigsten hier höre, ist: Eigentlich soll doch alles so bleiben, wie es ist. Und im Prinzip stimmt das auch, weil niemand kann ein ernsthaftes Interesse daran haben, diese Aura und diese Besonderheit dieses Ortes, die wirklich jeder findet, wenn er hier hinkommt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht gefangen war, irgendwie wirklich noch nie jemanden, dass man das kaputt macht. Das kann nicht Ziel sein. Ja. Danke. Ja, nein, eine Dame ist vom Tisch. Das hört sie aber auch vornehmen. Ach nein. Ja, von hier aus sehe ich das nicht. Na. Ja, die gibst du mir mal eben bitte die Soße, die vor deiner Nase steht. Ja, die Kreuzotter gehört auch hier an den Niederrhein. Aber jetzt siehst du keine mehr. Ja, zumindest habe ich hier selber, glaube ich, auch noch keine. Aber bei mir am Hof hin waren überall Kreuzotter. Viele meinen allerdings auch, wenn sie eine Blindschleiche sehen, wäre schon ein Kreuzotter. Ja, eine Blindschleiche ist ja nicht giftig. Nee. Ja, wo in Frankreich schon, diese kleinen Vipern, die sind schon ein bisschen unangenehm. Ne? Also die ganzen Bäume, die man da sieht, die standen nicht. Also hier konnte man so bis zum Scheune da sehen. Und Kuhstall war da, Kuhstall hauptsächlich. Und dann, ja, da waren auch keine, doch ein Baum war da. Und da war noch eine alte Linde, die ist aber ganz kurz, weil wir hier waren, umgefallen. Also einfach, bei Wind, ne? Aber die war einfach auch krank schon und konnte nicht mehr, ne? Aber sonst war alles frei. Die Bäume, die hier stehen, und alle hat er gesetzt. Ja, macht ihm so viel Freude. So, Eva, ich bin weg. Ja, bis morgen früh. Kommst du wieder? Ja, bin ich wieder da. Gut. Gute Nacht allen. Ja. Und dann hatte ich 3 Gänse zum Geburtstag gekriegt. Sind auch alle alt geworden. Also geschlachtet wurde keiner. Und 2 waren schon tot. Ne? Und nun war die 3.
ganz da alleine. Und da wollte sie auch nicht mehr leben, hat sich hingelegt und nicht mehr gefressen. Dann denke ich, was machst du jetzt? Und Gänse, wenn sie verliebt sind, die sagen dann zu ihrer Frau da immer, tja, tja. Dann habe ich mich davor hingesetzt und gekniet. Und dann habe ich eine halbe Stunde tja gesagt. Von da ab war ich eine Gans. Immer wenn ich rauskam, dann kam sie angelaufen. Ja? Endlich wieder, ich war ja eine Gans. Und dann hat sie aber auch brav gefressen.